Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5. Ich muss hier noch zu. Oh, immer was Neues. Ja, wir sind zurück bei GTA 5 und wir können mal. Haben wir denn was im Kleiderschrank? Oh. Das gucken wir gleich nach. Ah ja. Outfits. Oh, wir können mal Trevor was anderes anziehen. Das wäre ja auch mal ein bisschen geil. Irgendwie. Ja, ein Anzug passt ja nicht so zu Trevor, ne? Nee. Also, irgendwie mal. Vielleicht gehen wir auch mal ein bisschen was einkaufen mit Trevor. Das wäre ja gar nicht schlecht, so mal zwischendurch. Ah, hier kann man im Internet surfen. Okay. Okay, was war das? Keine Ahnung. Na, ist egal. Wo geht's denn hier raus? Hier geht's raus. Wupp. Alter. So, hier steht Travers Auto. Wir nehmen mal die Karre hier wieder. Boah, die ist ja nicht ganz gut. Und. Nee, da kann man ein Haus kaufen. Am Strand. Oder was soll das denn? Ah, nee, das ist dieses hier. Smoke on the Water. Achso, okay. Lass uns mal nachschauen. Wir müssen mal in ein Bekleidungsgeschäft. Binko-Kleidung. Ja, das könnte gehen. Fresse hier. What the fuck? Seid mal ruhig. Ich merke gerade, das Spiel ist ein bisschen laut gewesen. Ah, jetzt wird es wieder gehen. So. Obwohl, ich habe das ja auch nicht so laut gestellt. Sehe ich gerade. Ich sehe es gerade, ich habe es ja bei Open Broadcast noch ein bisschen runtergestellt. Na gut, okay. Dann soll es mir egal sein. Fresse. Ich habe gedacht, ich nehme heute nochmal GTA Online auf. Ach Quatsch, GTA Online sage ich schon. GTA 5. Ich habe heute schon mal aufgenommen. Aber ich habe gedacht, ich habe jetzt 687 Videos hochgeladen. Ich habe gedacht, Mensch, machst jetzt noch die 700 voll, machst einen schönen Screenshot. Und ja, ich habe auch Bock aufzunehmen heute. Deswegen bietet sich das ab. Ja, ich hab doch fast die Cops los. Ich bin so motiviert. Okay. Ich kann mal ein bisschen, solange die Cops mich hier noch suchen. Da waren heute so... Fick dich. Da waren heute so ein paar Chinesen beim Wohnwagen. Schienen etwas sauer zu sein. Hast du sie irgendwie verärgert? Ich... Hi, welcome. Das sieht die ja auch, dass ich komme. Na, ist egal. Ich habe gerade Radiowerbung für die Flugschule gehört. Sie ist in Los Santos. Ich sag nicht, dass du was Neues lernen wirst. Ich dachte nur, es könnte dir gefallen. Hey, Trevor. Triff mich unten bei der Hütte und wir gehen was... Okay. Cletus. Hey, Trevor. Oscars Bezahlung für die Waffen sollte schon eingegangen sein. Achso. Okay. Das haben wir ja schon. Haben wir hier was Neues? Nein. 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 So. E-Mail. Große Teillieferung eingetroffen. Turbolader und Fahrgestell, bla bla bla. Neue Waffe frisch im Laden eingetroffen. Scharfschützengewehr und Granatwerfer. Okay. Ja, gut, das soll dann ist das so. Wir wollten ein bisschen was einkaufen. Nein, bloß keine Bowlinghemden. Bowlinghemden. T-Shirts. Paperclips. Was könnte denn so zu Trevor mal passen? Atomic. Zancudo. Das war mein Handy. Warte mal, ich mache gerade mit dem Handy hier lautlos. So. Zancudo, ja, das ist okay. Jetzt vielleicht noch meine angemessenere Hose. Oder Hemd und Anzüge. Oh. Steht Trevor natürlich auch in gewisser Weise.
Wo gibt's denn hier Hausen? Hosen. Ja, guck mal, das ist doch. Das passt doch zu Trevor. Das ist nicht ganz so schmuddelig, aber. Ja. Das geht. Stiefel. Muss es nun nicht unbedingt sein. Haben wir noch normale Schuhe? Okay, Trevor hat nur Stiefel anscheinend. Ja gut, dann. Das passt doch eigentlich ganz gut zu Trevor. Vielleicht müssen wir nochmal zum Friseur. Und nochmal einen neuen Haarschnitt oder sowas machen. Hui. Speichern. Und hier steht unser Auto. Oder warte mal, ist das da besser? Was ist das denn da? Nö, eigentlich nicht. Wir nehmen das hier. Und gucken. Hier ist ein Friseur. Damit wir auch mal Trevor ein bisschen umgestylt haben. Also so gefällt mir das eigentlich. Naja, es ist halt Trevor, aber so an sich gefällt es mir noch nicht. Müssen wir noch ein bisschen was verändern. Aber dafür ist es ja da. Dafür gibt es ja Friseure und alles Mögliche und Gesichtsvisagenmanager. Ups. Genau. Das ist unser Auto, ey. Was bilden die sich ein, da rumzustehen? So. Dann gehen wir vielleicht noch irgendwann nochmal Auto-Tunen, dass wir diese Folge einfach mal so ein bisschen was zwischendurch machen, weil einfach mal. Mal so ein bisschen Auto-Tunen und sowas. Kann man ja mal machen. Hey man, what up? Ich will es ja nicht so sagen, aber verpisst euch. Scheiße. Müssen also die Cops loswerden. Okay, hier lang. Und fahren wir halt zu einem anderen Friseur, wenn der uns nicht bedienen will. So. Oh. Weg da. Ich muss hier durch. Ich glaube, das schleift schon ein bisschen hier irgendwo, ne? Also leicht. Der Reifen dreht er ein bisschen durch. Naja. Der Reifen ist ein bisschen lädiert. Okay. Ah ja, ist aber egal, das kriegen wir hin. Habe ich Kopf los? Ja. Dann gehen wir zu einem anderen Friseur. Gehen wir zu dem da oben. Boop. Hier lang. So. Ich würde ja ein bisschen. Ich weiß nicht, ich kann ja mal. Warte mal. So ganz leise im Hintergrund, ne? Ich überlege mir mal. So kann man das, glaube ich, lassen. Und machen wir ja einfach mal so. Nonstop Pop FM ist eigentlich immer ganz gut. Und boah, dass das da schleift, ne? Das nervt mich ein bisschen. Warte. Genau so. Ja, mach doch mal ein bisschen schneller. Ja. Und wir fahren zum Friseur. So. Oh, ein schönes Licht hier im Hintergrund. Ja, das ist mit dem Radio ist eigentlich auch. Ganz gut, will ich mal sagen. Das kann man mal so. Ups. Ja. So. Okay, now you're fine. It looks wonderful. I promise. Look, stop stretching out. Is it me? Yes, now get out of here. Next time you have to tell me what happened underneath the boardroom table. Okay, I'll get my assistant to book a blow dry next week. We'll see you soon. Okay. Will eine Frisur zu deinem Geldbeutel sind. Ja. Only girl in the world läuft im Hintergrund, deswegen muss ich ein bisschen reden. Sowas, verpassen wir denn Trevor? Ich glaube, da können wir gar nicht so viel, ne?
Oh Gottes Willen. Radlerschnitt. Rausgewachsen. Pff, da gefällt mir das eigentlich noch am besten. Die Lenkstange ist es, glaube ich, oder? Nee. Ich glaube, dass die... Nee, Bart lassen wir. Wir lassen es so. Gott, der ist ja stockschwul, der Typ, Alter. Ohne Spaß. Und nein, Luca Doro, du wirst hier keinen Kommentar drunter schreiben. Das wirst du nicht tun. So. So, schön hier in unserem Pop-FM-Mann. Ach, da haben wir ja Michael-Mission. Da können wir ja nicht mit Trevor hin, ne? Oder doch? Nein, wir könnten sie mit Trevor auslösen, aber wir würden sie ja eben mit Michael spielen. Bevor wir jetzt noch irgendwas machen, würde ich jetzt mal behaupten, wir fahren nochmal zurück. Hier so hin. Garage im Pillbox Hill. Hier. Da fahren wir nochmal hin. Ups. Und tunen mal Trevors Auto noch ein bisschen. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen. Selbe würde ich dann sogar nochmal in der nächsten Folge eventuell mit Michael machen. Dass man mal so ein bisschen mal durchguckt, was man so machen kann mit den Charakteren. Ich meine, ich will sie nicht komplett verändern, weil es sind einfach Charaktere, die man so lassen sollte. Aber na, so hier und da mal ein kleiner Feinschliff oder mal ein Tuning am Auto. Weil im Endeffekt müssen wir ja mit den Autos noch viel machen im Spiel. Habe ich mir so sagen lassen. So. Deswegen fahren wir jetzt mal hier... Alter, ich bin ja mal schlecht im Fahren heute, ne? So. Hier lang. Möp. So, was ist das denn für eine Karre? Vor allen Dingen im Hintergrund läuft noch die Musik, Alter. Ist so geil. Okay. Na gut, dann, ja. Sind wir halt mal gestorben, ne? Kann ja passieren. So. Spawnen wir jetzt im Krankenhaus? Ah ja. Tja, Trevor, sag mal, Dubstar wurde beschlagnahmt. Bitte was? Schnauze. Ich brauche mal den LKW. Leg mich. Alter, ich hör dir gleich eine Waffe ins Gesicht, dann denkst du anders. Es war nicht die schlauste Idee, mit dem LKW zu fahren hier, oder? Nein, war es nicht. Aber ich komme auch immer auf so geile Ideen einfach. Naja, egal. Ich, warum bin ich eigentlich hier durchgefahren? Was ist falsch mit mir? Na egal. Ich fahre jetzt hier lang. Mit dem LKW. So, sind nur noch 1 Kilometer, also das sollte eigentlich funktionieren, soweit. Ich glaube, der ist tot. Was hier nur los ist, ey. Lol, der schläft erstmal da drin. Ich hätte gern mein Auto. Ja, dich hätte ich gern. Komm her. Ah, das kann ich gar nicht aktivieren hier, die Fähigkeit, siehst du? Und kann man die Spezialfähigkeit aktivieren? Wieso bist denn du fuck, Trevor? Du hast so einen kleinen Hipster-Mini. Da ist alles gut. So. Whoop. So. Hier. Oh. Eingeparkt. Der war gut. So. International Reality. Hier rein, genau. Nö, der wurde noch nicht beschlagnahmt. Was sagt ihr denn? Hier ist der Flug, diese da ist die Flugschule. Da sollte ich ja auch mal hin dann irgendwann, ne? Ups. Wo ist denn
Die Tuning-Werkstatt. Da oben ist eine. Ich glaube, das ist auch die nächste, ne? Naja, fahren wir nochmal einmal quer durch die Stadt. Wir haben ja Zeit. Und wir müssen Nonstop Pop FM hören. Einfach weil, weil es so ist. Ja. So. Jetzt tun wir nochmal das Auto hier ein bisschen. Wir können uns schon mal imaginär überlegen, was wir da so dran pappen. Beziehungsweise, na gut, ich weiß noch nicht, was wir alles schon so freigeschaltet haben. Ja, aber naja, da kann man was draus machen. Ja. Alter! Scheiß Stadtverkehr, Alter. Wenn ihr jetzt noch die Polizei berührst, dann... Ich werd gleich böse, Mami. Ah, das war von Pete Smith geklaut, sorry. Fickt euch alle. So, scheiß Stadtverkehr hier, ne? Kann man hier eigentlich das Licht einschalten? Oh ja. Oh, geil. Und wenn wir dann damit durch sind, die Karre noch getuned zu haben, dann gucken wir doch mal, dass wir ein paar Missionen machen können. Dann schalten wir zu Michael um und ja, in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was wir so ja, machen, ne? Was wir so an Missionen noch machen können. Flugschule müssen wir ja mit Trevor dann auch noch machen. Oh, ich bin hier falsch eingebogen, glaube ich. So ist richtig. Ach, halt die Fresse. Ich bin nicht dein Dude, Alter. So. Hallo. Yo. Es geht. Ich möchte die Karre zunächst mal reparieren. Dann möchte ich eine... Alter. Erstmal eine Panzerung. Bremsen, Sportbremsen. Ah, da gibt es ja nette Dinge. Okay, das ist das. Das ist das. Tuning Frontstoßstange. Du willst lieber die nehmen, oder? Die hier. Die sagst du. Und die hier. Oder obwohl, die ist besser. Dann nehmen wir noch Scheinwerferschutz, Trittbretter, Seitenflügel. Okay, das sehe ich. Scheinwerferschutz, Trittbretter, das ist ganz gut vielleicht. Das ist... Okay, das ist auch gut. Kotflügel, Carbon, ja, Carbon, warum auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut aussieht. Motorhaube. Na gut, das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Was natürlich sein muss... Xenon-Scheinwerfer, bla bla bla. Betty 32 ist auch die so Überrollkäfig. Chrom, Frontschutz und Hörner. Getriebe, Renngetriebe, was auch immer. Alles, was dieses Auto braucht. Reifen, Felgenzubehör. Sieht das gut aus? Ich weiß es nicht. Naja, es geht. Gelände. Dann machen wir hier ein bisschen Geländereifen drauf. Machen wir da. Das hier? Ja, komm. Fenster. Auch wenn wir keine haben, so wirklich. So, haben wir ein bisschen Auto getuned. Ja, ist jetzt nicht der Oberburner. Das liegt aber am Auto, glaube ich, an sich. Oh, der zieht aber gut ab. Heilige Scheiße. Oh, ja. Ja, das ist schon was anderes jetzt. Okay. Die Haftbombe ist jetzt im Ammunition-Laden vor Ort erhältlich. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haben wir diese Folge mal ein bisschen styling gemacht. Ja, und in der nächsten Folge, ich parke hier mal, kümmern wir uns dann mal um Michael. Bis dahin.